So, ja, erstmal moin moin, freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Marek Walter. Ich bin selbstständig im Bereich IT-Systemsupport und Systementwicklung unterwegs und wollte hier mal wieder etwas vorstellen, was eigentlich schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich den Dateizugriff mittels SSH bzw. die sichere Verbindung mittels SSH auch für andere Dienste. Worum wird es gehen? Ich werde gleich ein bisschen was erzählen, generell über SSH-Tunnel, was das Ganze ist, wie das Ganze funktioniert, wie es aufgebaut wird. Dann gucken wir, gebe ich einen kurzen Überblick über die Technik. Das Hauptgericht, da werde ich ein bisschen was über die Client-Server-Technik verraten und erzählen. Werde auf einige Probleme eingehen, an die wir heute stoßen mit SSH-Tunneln letztendlich. Und ich habe ein Anwendungsbeispiel mitgebracht, das wir uns eventuell mal angucken sollten, was in die Richtung geht. Ja, dann Nachspeise habe ich dann nur Diskussionen und Fragen anzubieten. Vielleicht kommen noch interessante Themen dabei heraus. Ja, warum SSH-Tunnel? Was ist SSH-Tunnel überhaupt? Warum keine VPN-Verbindung? Da gibt es mehrere Gründe, die dafür sprechen. Der erste Grund ist ganz einfach, SSH ist relativ weit verbreitet. SSH ist die sogenannte Security Shell. Ich denke mir, die meisten, die hier sitzen, kennen die bereits. Wer mit der Konsole arbeitet, nutzt die wahrscheinlich, um sich mit seinem Rechner zu verbinden, um ihn zu konfigurieren und einzurichten. Aber die Security Shell kann auch noch wesentlich mehr. Sie kann also auch noch ohne weiteres einzelne Tunnel, also einzelne Portverbindungen weiterleiten, eben als Portproxy verwendet werden, XL-Verbindungen weiterleiten und kann auch zum Stream eben halt von Datenströmen genutzt werden. Interessant ist in der ganzen Geschichte auch, dass die Benutzerverbindung abgesichert werden kann über entsprechende Public Keys. Das heißt, wir haben einen Benutzerschlüssel, wir haben einen Hostschlüssel, über den sich beide Partner bei der Kommunikation oder beim Verbinden halt miteinander absprechen und abstimmen, bin ich wirklich der, für den ich mich ausgebe oder eben nicht. Und das ist also eine Technik, die wir sonst bei SSL nicht in der Form haben, zumal wir hier eben auch die Autorität über diese Schlüssel eben halt besitzen, was bei Zertifikaten des SSL halt nicht der Fall ist. Das heißt, wenn ich mir also solche Schlüssel ausstelle, letztendlich kenne ich die entsprechenden Hashkeys dafür. Ich weiß, ich habe diese Schlüssel ausgestellt. Wer alles noch Zertifikate ausgestellt hat, eventuell meine Domäne, das kann ich nicht sagen. So. Gut, im Gegensatz zur VPN-Verbindung gibt es eigentlich wenig Probleme mit kollidierenden Netzwerken. Was sind kollidierende Netzwerke? Das ist relativ einfach. Wir haben heute das Problem, dass jeder eine Fritzbox zu Hause hat. Wir arbeiten sowieso noch mit NAT-Technik, also Network Address Translation. Und die Fritzboxen sind alle auf den gleichen IP-Adressbereich eingestellt. Und möchte ich jetzt aus einem Fritzbox-Netzwerk in ein anderes Fritzbox-Netzwerk eine VPN-Verbindung aufbauen, ein Gerät, dann habe ich meistens Routing-Probleme und stelle dann fest, dass der Tunnel sich zwar eventuell aufbaut, ich aber meine Geräte auf der anderen Seite nicht erreichen kann. Das haben wir in diesem Falle nicht, sofern der SSH-Server über einen externen Port erreichbar ist, komme ich darüber in mein Netzwerk rein und kann damit eben auch Verbindungen aufbauen zu anderen Diensten. Gut, und wir haben eine weitere nette Möglichkeit, auf die ich noch eingehen werde. Es ermöglicht uns, eine Socket-Verbindung auch hinter NAT aufzubauen, also hinter genatteten Verbindungen. Auch das kommt heutzutage relativ häufig vor. Insbesondere kommt das vor, zum Beispiel im Mobilfunkbereich, wo wir keine offiziellen IP-Adressen mehr bekommen. Das heißt, alle Mobilfunkprovider arbeiten im IPv4-Bereich derzeitig mit einer NAT-Umgebung. Kabel Deutschland macht das weitestgehend auch schon. Und da habe ich halt eben das Problem, dass ich dahinter halt nichts mehr erreichen kann. Da habe ich halt die Möglichkeit, mit entsprechenden Remote-SSH-Verbindungen von einem anderen externen Punkt mich rein forwarden zu lassen in meine Heimatumgebung. Gut, was ist SSH-Tunnel? Was sind das überhaupt? Wir kennen zwei Typen von SSH-Tunnels, die wir aufbauen können. Erstmal kennen wir einen lokalen Tunnel. In diesem Falle wird der Tunnel von einem Client aufgebaut zu einem entsprechenden zentralen Punkt. Das ist in der Regel unser SSH-Server, der dann eben auch im Internet erreichbar sein muss oder den wir erreichen können müssen. Danach leite ich Zugriffe, die ich auf einen lokalen Port
Absätze weiter über diesen Tunnel an den SSH-Client und von dort aus werden diese Zugriffe dann auf einen beliebigen Server und auf einen beliebigen Rechner weitergeleitet. Ich habe jetzt hier das Beispiel einmal genommen, dass wir einfach einen dass wir hier einen entsprechenden Client haben, SSH-Client, der sich halt direkt über SSH mit dem entsprechenden SSH-Server verbindet. Das wird hier symbolisiert durch die entsprechende Tunnelverbindung. In dieser Tunnelverbindung wird eine Datenverbindung weitergeleitet, eine Portverbindung weitergeleitet. In diesem Falle von dem lokalen Port, den wir haben, Port 8000, vom Localhost Port 8000, eben halt wird das weitergeleitet auf den Zielserver mit dem Port 80. Also hier, also in diesem Falle, leite ich über diese Verbindung eine normale HTTP-Verbindung. Welche Vorteile habe ich dadurch noch? Ich habe eine vollständige Verschlüsselung des Datenstroms, den wir haben, und damit den Kanal auch soweit im Prinzip abgesichert. Und wir kommen damit im Prinzip auch durch viele Firewall-Systeme durch. Die zweite Tunnel-Variante, die wir zur Verfügung haben, ist der Remote-SSH-Tunnel oder der entfernte SSH-Tunnel. Auch hier baue ich wieder von meinem internen Client diese Verbindung auf zu meinem SSH-Server, aber in diesem Fall in die andere Richtung und sage ihm ganz einfach, lieber SSH-Server, leite mir doch bitte alle Verbindungen, die du an deinem Port 8080 bei dir ankommen, an meinen Webserver lokal weiter. In diesem Fall habe ich halt die Möglichkeit, dass andere Clients über meine Verbindung weitergehen können und von dort aus meine Dienste auf meinem System nutzen können. Das wäre auch eine Möglichkeit, eben halt, um Dienste in eine genattete Umgebung oder aus einer genatteten Umgebung aus verfügbar zu machen. Ich hatte es ja schon angesprochen, viele Mobilfunkprovider nutzen eine genattete Umgebung mit den privaten Adressbereichen. Aber auch in vielen Bürokomplexen mit angemieteten Büros, wo ich eine zentrale Internetbereitstellung habe, bekomme ich meistens in meinem Büro auch nur ein genattetes Netzwerk, habe dann Schwierigkeiten, zum Beispiel Ports nach außen aufzumachen oder direkt erreichbar zu sein. Hier hätte ich dann halt die Möglichkeit, auf diese Art und Weise mir Verbindung von außen darin reinzuholen. Ja, ich möchte jetzt hier ganz kurz auf die Konfiguration des SSH-Servers dafür eingehen, wie man das Ganze einrichten kann. Grundsätzlich unterscheidet sich erstmal nicht von einem normalen SSH-Server. Das heißt, ein Großteil der Standardkonfiguration bleibt dafür erhalten. Was wir hier in diesem Fall einrichten sollten, ist ein spezieller Verbindungsbenutzer, der genutzt wird, um ihm halt solche Tunnelverbindungen aufzubauen. Man kann das grundsätzlich auch mit jedem normalen Benutzer machen. Allerdings möchte ich vielleicht ja nicht, dass jeder normale Benutzer, der sich zwar im System einloggen kann, aber eben auch über das System weitere Verbindungen aufbauen kann oder weiter tunneln kann. Deswegen richten wir einen eigenständigen Verbindungsbenutzer an. So, Konfiguration sollten wir in der Regel einrichten, dass wir mittels Public Keys arbeiten. Ist Public Key Verfahren Begriff hier in der Runde oder jemand, der jetzt sagt, das kenne ich noch gar nicht? So, Public Key ist im Prinzip eine Form der Authentifizierung mit kryptografischen Schlüsseln, meistens SSH-Keys. Und wir sollten dafür natürlich entsprechende Benutzer-Keys einrichten und auch diese Form der Authentifizierung freischalten. Grundsätzlich bietet sich das auf jeden Fall an gegenüber der normalen Passwort-Authentifizierung, da Passwörter in der Regel relativ unsicher sind und in heutigen Zeiten relativ leicht geknackt werden können, sei es mittels Brute-Force-Methode oder anderen Geschichten. Deswegen bietet sich grundsätzlich heutzutage an, wenn die Möglichkeit besteht, kryptografische Authentifizierungsmethoden zu verwenden. Gut, dann kommen wir im dritten Punkt im Prinzip das Sperren der generellen Tunnelnutzung in der Grundkonfiguration des SSH-Servers. Damit stelle ich halt sicher, dass niemand der anderen Benutzer Tunnel in irgendeiner Form aufbauen kann. Und letztendlich erlaube ich dann dem Tunnelbenutzer wieder die Zugriffe auf die entsprechende SSH-Verbindung. So, Konfiguration des SSH-Servers. Das erste, was wir machen müssen, ist den Benutzer einrichten. Das geht in den meisten Systemen einfach mit Add-User. Hier richten wir einen Systembenutzer ein. Der Vorteil im Systembenutzer ist, er hat definitiv erstmal keine Login-Shell. Er kann sich also nicht einloggen, beziehungsweise er bekommt keine Login-Shell zugewiesen.
Den Benutzer habe ich jetzt hier einfach halber Connector genannt. Da es ein Systembenutzer ist, bekommt er User-IDs aus dem unteren Bereich, also ab 100 aufwärts. Die 107 waren in diesem Beispiel halt noch frei. Er bekommt ein ganz neues Home-Verzeichnis, was wir auch noch benötigen werden. Im nächsten Punkt muss ich meine SSHD-Konfiguration ein bisschen anpassen. Eventuell anpassen, wenn das noch nicht die Standardkonfiguration ist, die ich jetzt hier gerade vorgebe. Zum einen möchte ich ganz gerne, dass wir die RSA-Authentification eben halt mit RSA-Schlüsseln erlauben. Und wir sollten eben hier in diesem Fall auch die Public-Key-Authentifizierung einschalten, wenn das nicht schon der Fall ist beim entsprechenden SSHD. Danach sollte man nochmal weiter drüber gucken. In der Regel sollte das die Standardeinstellung sein, dass leere Kennwörter nicht erlaubt sind für Benutzer. Das sollte in der Regel bei den Altdistributionen Standardeinstellungen sein, aber trotzdem nochmal drüber schauen. Und wir lassen derzeit die Passwort-Authentification, die wir hier unten haben, noch eingeschaltet. Aus einem ganz einfachen Grunde. Die können wir später ausschalten, wenn wir wissen, dass unsere Public-Key-Authentifizierung funktioniert. Denn vorher besteht sonst die Gefahr, dass wir uns halt die Verbindungsleitung absägen oder abschneiden, auf der wir gerade konfigurieren, und das wäre nicht so besonders glücklich. Das heißt, diesen Punkt, Password Authentification abschalten, was sehr zu empfehlen ist, wenn ich mit Public Key arbeite, sollte man als ganz letztes machen, wenn man weiß, man kommt mit Public Key immer noch an das System ran. Gut, dann kommen einige weitere Standardeinstellungen der SSHD-Konfiguration. Meistens ist das XL-Forwarding eingeschaltet. XL-Forwarding ist im Prinzip die Bildschirmweitergabe meines XL-Servers oder meines XL-Clients an einen XL-Server letztendlich. Das heißt, ich kann damit auch etwas ähnlich wie Terminal-Dienste machen. Ist eine feine Sache, vor allem, weil es immer verschlüsselt ist von Haus aus letztendlich. Allerdings, wenn das nicht Ziel des Servers ist, XL-Forwarding zu machen, würde ich es einfach abschalten. Wir schalten die Tunnel in diesem Falle ab und das TCP-IP-Forwarding schalten wir ebenfalls ab. Das heißt, in diesem Falle können keine Tunnelverbindungen mehr aufgebaut werden. Damit ist jetzt erstmal in der Grundkonfiguration der SSHD-Server nur zum Einloggen als normaler Terminal-Server, so als einfaches Terminal zu gebrauchen. Ja, der Punkt TCP Keep Alive, der ist vielleicht auch noch interessant. Den sollten wir in der Regel einschalten, damit uns der Tunnel nicht einfach abbricht, wenn keine Daten mehr über den Tunnel fließen. Das heißt, damit bleibt der Tunnel also noch dauerhaft bestehen. Die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen, auch wenn gerade mal eine Viertelstunde oder 10 Minuten keine Daten fließen. Das heißt, hier wird die Verbindung dann automatisch weitergeprüft. Gut, dann kommt die Konfiguration für unseren Benutzer. Da machen wir uns eine spezielle Eigenschaft zunutze, die unser SSH-Dienst besitzt, nämlich die Möglichkeit, Gruppen und Benutzer zu erkennen, zu matchen in diesem Falle. Das ist die Option Match. In diesem Match User bedeutet, erkenne mir einen Benutzer. Es gibt auch die Option Match Group. Dann fasse ich quasi mehrere Benutzer einer Gruppe zusammen und matche auf diese Gruppe. Und gebe dir jetzt diesem Benutzer oder dieser Gruppe spezielle Konfigurationen mit an die Hand. Was gebe ich hier mit an die Hand? Ganz einfach, natürlich schalte ich für diese Gruppe das TCP-Forwarding ein, damit wir überhaupt Weiterleitung haben. Und wir erlauben jetzt hier ganz explizite Tunnelverbindung jetzt auf die entsprechenden Ziele, die wir nutzen wollen. Ich kann auch generell die Tunnel natürlich öffnen, dann habe ich aber eventuell natürlich die Problematik stehen, dass der entsprechende Benutzer meinen Rechner als Sprungbrett für diverse Ziele nutzen kann, die vielleicht gar nicht im Sinne sind, in meinem Sinne sind. Man muss dazu immer bedenken, auf der anderen Seite in den Log-Protokollen erscheint nachher nicht die IP-Adresse des Benutzers, sondern es erscheint die IP-Adresse meines SSH-Servers, weil der beim Weiterleiten eine neue Verbindung aufbaut. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so sinnig, die Tunnel komplett für alle für Wild quasi aufzumachen und damit quasi alle Adressen, Server und Zugänge im Internet zu erreichen, sondern es eventuell auf die Zugänge zu beschränken, die wir erreichen wollen. In diesem Fall habe ich zwei Zugänge genommen, die sogar noch auf den Local Port in diesem Falle verweisen.
nicht ein gutes Beispiel, aber in diesem Fall erlaube ich ihm halt HTTP und HTTPS-Zugriffe oder Umleitung eben auf den Local Port. Gut, das Agent Forwarding habe ich abgeschaltet. Was ist das Agent Forwarding? Wenn wir mit SSH-Keys arbeiten, ist es manchmal recht aufwendig, immer wieder die Kennwörter einzugeben für den entsprechenden Public Key. Deswegen benutzen wir meistens dafür einen SSH-Agent, der unseren Key so lange sicher verwahrt, wie wir damit arbeiten. Möchte ich jetzt von einem Server zu anderen Servern springen, dann habe ich das Problem, dass ich meinen Private Key dann normalerweise auf den Server raufbringen muss, um mich dann mit dem nächsten System verbinden zu können. Um das zu umgehen, unterstützt der SSH-Client und der SSH-Server die Möglichkeit, den SSH-Agent, der auf meinem Client ja schon draufläuft, einfach weiterzuleiten, dass auch die entfernten Stationen nutzen können. Und so kann ich dann ohne weiteres mit dem Public Key-Verfahren von Rechner zu Rechner springen und habe meinen Private Key, den ich hier geheim halten muss, nur auf meinem eigenen Rechner drauf. Da wir das jetzt hier nicht brauchen, in diesem Falle schalte ich es einfach ab, wäre eventuell ein zusätzliches Einfallstor gegebenenfalls. Der letzte Punkt, Force Command, ist auch noch eine kleine Besonderheit. Ob wir den in dieser Konstellation unbedingt brauchen, habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Aber wir haben ja auch die Problematik, dass wir nicht nur über SSH nicht nur Konsolen öffnen können und Tunnel weiterleiten können, sondern wir können auch Befehle direkt ausführen, beziehungsweise wir können Dateien kopieren mit SCP und SFTP und FTPS. Und in beiden Fällen wird versucht, eben ein entsprechendes Kommando aufzurufen, um den Dienst zu starten und das zu verhindern, sprich quasi um den Dateiklau auszuschließen von unserem Server, geben wir quasi ein Kommando dementsprechend aus, wo dann nur eine Echo-Verbindung ausgegeben wird. Damit sind dann im Prinzip automatisch auch Zugänge mit SCP gesperrt und ich kann mich dann auch nicht mit WinSCP oder mit dem normalen SCP-Programm verbinden und Dateien runterkopieren. Selbst wenn das Gerät nur Verbindungssystem ist, muss es ja nicht sein, dass man an die Dateien rankommt und daraus das rauskopiert. Ja, der Client selber, wenn ich unter Linux arbeite oder unter POSIX-System arbeite, ist das relativ simpel. Ich nehme einfach meinen normalen SSH-Client. Das funktioniert wunderbar unter Linux, jeglicher Couleur und auch unter Mac OS X. Da funktioniert es auch wunderbar und in diesem Falle können wir eine einfache Verbindung aufbauen für den Benutzer. Ich habe jetzt hier das Ganze an ein Testsystem angebunden. Die Option -n, die wir dort sehen, sagt ganz einfach aus, wir möchten keine Eingabeshell haben. Es wird also in diesem Fall nicht die Shell angefordert. Sollten wir das vergessen, diese Option -n, dann wird unsere Tunnelverbindung oder unsere SSH-Verbindung automatisch wieder geschlossen. Warum? Weil wir die Eingabeshell auch systemmäßig schon ausgeschaltet haben. Das heißt, in dieser Konfiguration müssen wir definitiv die Option N verwenden. Danach können wir den SSH-Client terminieren und hätten dann im Prinzip unsere Verbindung. Oben sehe ich jetzt eine Konfiguration für den lokalen Tunnel. Das ist die Option L. Da ist leider nur die Hälfte zu sehen. Da sehe ich in diesem Falle meinen lokalen Port, an den ich anbinden möchte. Er bindet immer an den Port 127.0.1, also den Localhost, an. Und dahinter sehe ich die IP-Adresse, mit der ich mich verbinden möchte, meines Remote-Systems. Das ist jetzt ja auch die 127er Adresse und wahrscheinlich werde noch ein Doppelpunkt hinterstehen, 443 für den entsprechenden HTTPS-Port, den wir freigegeben und konfiguriert haben im System. Ja, darunter sehen wir noch die Eingabe der Passphrase gegebenenfalls, wenn man eben halt mit Public Keys arbeitet und nicht den Agent benutzt, dann muss man halt bei jeder Verbindung die Passphrase eingeben. Sinnvoll ist es, den SSH-Agent zu verwenden, der auch relativ simpel und schnell einzurichten ist, insbesondere unter macOS-Systemen. Klappt das wunderbar. Ja, welche Probleme haben wir mit der ganzen Geschichte? Es gibt nicht nur Licht bei den SSH-Tunnels, es gibt auch ein bisschen Dunkelheit dabei, ein bisschen Schatten dabei. Der erste Schatten, den wir haben, ist ganz einfach der Punkt, dass SSH-Tunnel nicht wirklich schnell sind, nicht wirklich performant sind. Das ist relativ
Und wahrscheinlich, wenn ich es heute dafür nutze, um an meine entfernten Systeme ranzukommen, die ich besitze und ich habe, über die über eine DSL-Verbindung angebunden sind, ist das immer noch ausreichend schnell. Um mal eine Hausnummer dazu nennen, bei einigen Kundensystemen haben wir Atom-330-Systeme laufen, wo wir solche Verbindungen nutzen. Und wir kriegen dort über normales Ethernet eben auch 4 Megabyte pro Sekunde durchgepumpt. Des Weiteren hat das natürlich, hängt die Geschwindigkeit auch sehr stark natürlich vom Verschlüsselungsalgorithmus ab, den wir damit benutzen, also vom Schiffer hängt das letztendlich ab. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen dran drehen und eventuell einen anderen Schiffer verwenden. Dann haben wir das Problem, dass nicht alle Dienste es erlauben, den Zugriffsport zu benutzen. Ein gutes Beispiel habe ich dafür rausgesucht. Das ist, wenn wir CIFS benutzen, ist das Common Internet File System oder einfach die SMB-Freigabe unter Microsoft Windows oder Windows 7 zum Beispiel. Diese ohne weiteres über ein SSH-Tunnel weiterzubekommen, ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Da nämlich netterweise sich der entsprechende SMB-Dienst komplett an alle entsprechenden Ports auf allen Schnittstellen anbindet, die relevant sind. Das ist der Port 445, der dafür relevant ist. Da gibt es eine interessante Lösung, die man machen kann. Windows unterstützt Port-Proxys, das heißt, das ist eine Proxy-Lösung auf interne Art und Weise, die ich dort einen Port weiterleiten kann. Und hier habe ich die Möglichkeit, zumindest ich habe das unter Windows 7 noch, einfach so den Port dann weiterzuleiten, so einen Port weiterzuleiten von einem eigenen lokalen Interface, das man einrichtet, auf meinen SSH-Tunnel. Damit hätte ich dann theoretisch und praktisch auch Zugriff auf andere Windows-Rechner oder auf andere Windows-Freigaben. Das nutze ich tatsächlich unter anderem auch in einigen Ingenieurbüros, wo die Lizenzen eben halt zentral verwaltet werden von einem CAD-System. Und diese Lizenzverwaltung liegt dort ganz einfach in der normalen Windows-Freigabe drin. Es müssen aber mehrere Rechner darauf zugreifen. Da sind die Kollegen leider gelegentlich halt mit dem Notebook unterwegs und das nicht nur im Hause, sondern hauptsächlich außer Hause. Und da wäre eine Alternative gewesen, in diesem Falle OpenVPN aufzubauen. Da sind wir mal wieder über die Problematik mit der IP-Adressbereichskollision gestolpert. Also haben wir uns in diesem Falle für die Anbindung mittels SSH entschieden, haben den Port-Proxy eingerichtet auf dem Windows-System und bisher klappt diese Technik wunderbar für die Lizenzierung, damit auch für andere Dateiübertragungen. So, bei Windows 8.1 auf Windows 8 gibt es da eine kleine Umstellung, da muss ich nochmal gucken, welcher Dienst das ist. Da gibt es den SMB-Dienst so nicht mehr. Die Aufgabe ist zwar immer noch vorhanden, aber es übernimmt jetzt ein anderer Dienst. Da werde ich jedenfalls nochmal nachreichen, wie man das Ganze einstellt. Zweite Problematik sind Webdienste. Und da komme ich eigentlich auch gleich mit zu dem Hauptpunkt, wofür das Ganze eigentlich sinnvoll genutzt werden soll oder von mir gerne genutzt wird. Nämlich zum Anbinden von eigenen Cloud-Diensten, die man selber hostet. Ein Beispiel wäre dafür C-File, OwnCloud, FreeNAS und auch andere Dienste, die man vielleicht selber auf dem eigenen Server zu Hause benutzt und die man natürlich auch ganz gerne von unterwegs nutzen möchte. Und jetzt eventuell eben halt nicht mit einer VPN-Verbindung. Hier haben wir eventuell kleine Probleme bei solchen Sachen, weil diese Dienste schreiben immer ihre Quell-URL überall mit rein. Das heißt, wenn ich eine Datei runterladen möchte aus C-File und ich klicke auf den Download-Button, dann bekomme ich beim Browser natürlich einen Link und in diesem Link steht natürlich dann eben nicht mein umgeleiteter Port mit drin oder meine umgeleitete URL drin, sondern steht natürlich die Original-URL drin. Das heißt, direkt für Webdienste und Cloud-Dienste, die auf Webdienst basieren, zu nutzen ist das nicht. Gibt aber auch hier eine ganz einfache Lösung. Man nutzt einfach zusätzlich einen HTTP-Web-Proxy, und zwar natürlich dann im Hause selber, wo im Prinzip auch der Server steht, auf den man zugreifen möchte. Und trägt dann in seinem Browser entsprechend den Proxy ein, beziehungsweise nutzt eine weitere Software, die das Ganze, den Proxy halt nur nutzt, wenn man auf seinen eigenen, auf seine eigene URL zugreifen möchte. Wenn ich aber schon einen eigenen Proxy habe, den ich verschlüsselt direkt bedienen kann, dann ist es vielleicht auch eine gute Idee, dann komplett darüber zu surfen und das nur am Rande. Ja, bevor wir zum Fragen-Diskussion kommen, habe ich noch ein, zwei Beispiele mitgebracht. Das muss mal leider hart sein, weil dieses Beispiel habe ich einfach mal
auf Windows 8 mitgebracht. Und so aus einem ganz einfachen Grunde, um auch mal zu zeigen, dass das eben auch hier funktioniert. Eine Besonderheit habe ich hier drin, das ist im Prinzip mein SSH-Agent, den ich hier untergebracht habe. Das ist die Windows-Version, das ist die PuTTY-Version, die wir in diesem Falle haben, die in diesem Falle mein Public Key oder mein Private Key hostet, damit ich also nicht mehr eine Passworteingabe machen muss. Den P-Agent bekommt man dort, wo man PuTTY bekommt, auch bei Heise, da kann man es gerne runterladen. Um den P-Agent bequemer starten zu können, kann man sich das ein oder andere kleine Skript schreiben, um dann zum Beispiel automatisch auch gleich den Key einzuladen und das nicht manuell per Klick machen zu müssen. Da wird also automatisch der entsprechende Schlüssel eingeladen und die Passwörter abgefragt. Für die Verbindung selber habe ich mich in diesem Falle für Kitty entschieden. Das ist ein PuTTY-Ersatz, der einige Besonderheiten besitzt. Unter anderem kann Kitty eine besondere Sache, es kann sich in den Hintergrund schieben bzw. die Taskleiste runterschieben. Das kann PuTTY nicht. PuTTY ist immer im Vordergrund oder ich muss es manuell runterschieben. Und um das Ganze dann halt direkt zu bedienen, habe ich mir auch hier wieder ein kleines Skript geschrieben, was letztendlich unten nur PuTTY aufruft, beziehungsweise Kitty aufruft hier in der letzten Zeile. Und da drin habe ich meine vier Tunnelverbindungen, die ich gegebenenfalls in meinem Server haben möchte. Das sind jetzt andere Tunnel, als ich gerade eben im Beispiel hatte, aber sage ich es einfach drin. Gut, hier in dem Skript stehen einige weitere Informationen drin, wie natürlich eben auch der Server, mit dem ich mich verbinden möchte, der Port, mit dem ich mich verbinden möchte und der Benutzer, als dem ich mich verbinden möchte. Ansonsten macht die Skript nicht weiter. Wenn ich das jetzt einfach ausführe, wird Kitty gestartet, insofern wir jetzt eine Internetverbindung haben. Gut, nützt nichts. Gehen wir durch. Ich kriege jetzt hier gerade den Tunnel nicht aufgebaut. In der Verbindung, ich bin hier gerade mit UMTS drin und in der Verbindung ist nicht ganz so prickelnd anscheinend. Ich könnte dann mal ein Netzwerkkabel probieren. Gut, vorbereitet hatte ich jetzt noch, was jetzt leider nicht klappt, zumindest hier jetzt nicht, die Verbindung eben halt auch hier über eine Local-Host-Verbindung, in diesem Fall über einen entsprechenden Tunnel, der jetzt eingerichtet gewesen ist, eben auf einen entsprechenden C-File. Client C-File ist jetzt eine lokale Cloud-Lösung, die man sich zu Hause installieren kann, für Dateisynchronisation und Dateizugriff. Die Problematik, die wir hier beim Browser haben, kann man umgehen durch zwei Möglichkeiten. Erstens hatte ich ja gesagt, wir können zum Beispiel einfach einen Proxy-Server einrichten. Und könnten den natürlich fest eintragen. Das ist natürlich, würde in etwa so in dieser Form so aussehen. Auch hier greifen wir auf den weitergeleiteten Port zu, den wir haben. Also zum Beispiel hier auf die 127.01, der 3128, der dann auf der anderen Seite auf den normalen Squid eben auflaufen würde. Die Problematik ist natürlich dann, immer wenn ich so unterwegs bin, müsste ich also immer wieder den Proxy ein- und ausschalten. Dafür gibt es andere Tools, die man installieren kann, zum Beispiel den Foxy Proxy, den wir haben. Der hat eine sehr schöne Besonderheit. Der hat die Möglichkeit, selektiv an weitere Proxys weiterzuleiten. Und zwar in diesem Falle auch abhängig von der URL, die wir haben. So, hier habe ich zum Beispiel einen entsprechenden Filter drin und sage, ich möchte ganz gerne alle Angaben, die über C-Test, EMW, Datentechnik laufen, möchte ich ganz gerne über den Proxy schicken. Alles andere läuft dann eben nicht über den Proxy oder läuft bei einem anderen Proxy weiter. Und damit hätte ich dann noch die Möglichkeit, eben halt die Webgeschichten eben halt abzufangen und dort selektiv zu arbeiten. Wenn ich aber natürlich schon einen funktionierenden Proxy habe, den ich verschlüsselt erreichen kann, oder auch nicht, dann kann ich natürlich auch sagen, ich surfe da komplett drüber. Dann kann man den Proxy ein- oder ausschalten in diesem Sinne. Gut. Ja,
praktisch kann ich das leider erstmal nicht mehr zeigen. Ja, dann kommen wir schon zur Fragerunde. Gibt es da von Ihrer Seite aus Fragen? Denn schon mal jemand SSH-Tunnels eingesetzt? Ich eigentlich schon, aber ich wusste eigentlich nicht genau, was das ist. Ne? Ich muss einfach eine Verbindung aufbauen zu einem Server. Und, okay. Ja, aber ich habe im Internet gesucht und gefunden, wie das geht. Okay. Ja. Also es ist im Prinzip auch nicht wirklich schwierig. Wir brauchen SSH-Server, Local-Tunnel, Remote-Tunnels und dann läuft die Sache einfach. Ne? Gut. Ja, noch Fragen, weitere Fragen? Ja, zur Aspekt eingesetzten Software, OpenSSH ist es in jeder Linux-Distribution mit dabei, kann genutzt werden. Und weitere Tools, zum Beispiel für Windows, bekommt man unter anderem bei Heise einfach eine Softwareverzeichnis suchen oder einfach mal unter Google eben nach Putty oder Kitty suchen. Ich würde dabei meistens dazu raten, die Sachen aus dem Heise-Archiv runterzuladen, weil es diese Produkte oder diese Software meistens auch auf sehr dubiosen Seiten gibt. Wo man sich also auch gerne was einfangen kann. Ja. Bei Heise sind die Sachen einmal gescannt und auch geprüft worden. Ja, wenn sonst nichts weiter ist, stehe ich gerne zur Verfügung.